Ja, was passiert, wenn Dark Souls auf Permadeath trifft? Dann sind wir bei Necropolis. Erinnert mich auch ein bisschen an Journey vom Grafikstil, von den Schals. Ich sag die Schäle, Schalmänner. Ja, das ist quasi Dark Souls mit Permadeath. Jo, und dann schauen wir einfach mal rein. Direkt neues Spiel. Spiel starten. Ich habe sogar schon mal 10 Minuten angespielt. Ne, Quatsch, 30 Minuten. Okay. So, das ist unser Char. Er kann blocken, er kann ein Schild bashen, er kann schlagen, er kann noch härter schlagen. Er hat einen Power Move. Jedoch wird durch den Power Move unsere Ausdauer links unten permanent verringert. Damit man die Power Moves nicht einfach die ganze Zeit spammen kann. Und wie gesagt, Permadeath, sind wir einmal tot, dann sind wir tot. Und dann beginnt alles von vorne. Das ist unser Inventar. So. Da hinten kann man noch die Steuerung angucken. Da kommen auch die ersten Gegner. Haha! Nimm dies, nimm das. So, da kann man irgendwelche Bücher freischalten, wofür auch die immer gut sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon ein Buch freigeschaltet. So, jetzt sehen wir unseren Charakter. Links. Ist jetzt ein Buch. Wir haben jetzt quasi ein Buch dabei. Ja. Da ist der Typ, womit uns labert. Ich bin das Dreißig Dreieck, eine Schöpfung des Herrn der Spiegel. Bla bla bla. Beweg dein Hintern. So, da haben wir einen Händler. Der Händler, der hat Sachen. So, wo ist eigentlich unser Geld? Das kostet 20 Diamanten. Ach so, 72 da oben rechts. Das sieht man leider nicht so gut. Ah, da haben wir Futter. Futter, Futter. Ach, Tänke und so. Ja, alles der erste, dritten Klasse. Sechs wird öffnen offenbar. Ah, da kann man wahrscheinlich irgendwas identifizieren. Das würde ich mal irgendwie annehmen bei einer Identifikationsrolle. Identification. So, und jetzt gehen wir mal ab zum Sterben. Let's sterb. Oh Gott, vier, fünf Gegner. Oh Gott, sieht der wieder aus. Das glaube ich. So, da. Die droppen meistens Items, die Viecher, die goldenen, die greifen uns zwar nicht an, aber sie droppen meist. Also jetzt hat er nichts gedroppt, aber sie können. Sie können. Was war denn da? Ach so, ein Schinken. Genau. Da ist nix. Können wir eigentlich auch schleichen?
Okay, er kommt. So, erstmal was futtern. Wer schreit denn da? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob es sowieso bei Dark Souls irgendwie so Geheimwände gibt. Das Spiel ist ja heute auch irgendwie erst erschienen. Oh, das kann ich noch nicht. Oh cool, ich kann springen und so ein... wahrscheinlich so Area Damage machen. Ah, interessant. Ja. Oh mein Gott. Hallo, ist mal gut hier? Oder... hä, wo kommt die denn auf einmal her? Einfach da gespawnt. Sieht so aus. Das mag ich ja gar nicht, wenn einfach irgendwo Gegner spawnen. Und wir haben nichts mehr zum Futtern. Das ist ja toll. Ja, da steht der Tod dann wahrscheinlich wieder kurz bevor. Scheiß die Wand an. Scheiß. Was war denn da? Oh, ja. Futter. Mal testen, ob es mit dem Schleichen klappt. Ach ne, da hinten steht auch wieder einer. Der sieht mich doch. Der sieht uns doch. Auf jeden Fall kommen wir langsam laufen. Naja, jetzt ist es vorbei mit langsam laufen. Also so lange habe ich noch nie überlebt. Das ist ja echt mal ein Wunder. Normal läuft während der Aufnahme gleich immer direkt alles schief, aber naja. Also keine Gegner, aber eine Tür. Das heißt doch, da passiert gleich was. Oder vielleicht auch nicht. Das ist mir alles irgendwie so unheimlich.
Okay. Oh, da sind. Oh, nee, da sind zwei. Da sind. Put, put, put. Hä, wo rennen die hin? Töten die sich jetzt gegenseitig? Oh, Futter, Futter, Futter. Oh, Glück gehabt. Puh. Also das Schlimmste ist, sich wieder an die Gamepad-Steuerung zu gewöhnen. Das sind natürlich jetzt Konsolenspieler sehr im Vorteil, weil die das ja gewohnt sind irgendwie. Oh, es wird gespeichert, es wird gespeichert. Naja, wie gesagt, wenn wir sterben, dann ist wieder alles weg. Oh, dahin ist wieder so ein Pylon, Pyramide. Bleibt da. Oh, sehr gut. Die Waffe macht, glaube ich, irgendwie Blitzschaden. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Vier. Vier Gegner. Fünf. Nein, ich bin doch noch zu jung. Level erreicht 1, ja. Ja, Spielzeit von 8 Minuten auf 12 Minuten erhöht. Ein neuer Rekord für mich. Aha. Ja, das war's. Jetzt geht's quasi wieder von neu an. So, wir können auch Farben ändern. Ja. Sehr schön. Jetzt geht's wieder ganz von vorne los. Und so zieht sich das Spiel wahrscheinlich komplett hin. Immer wieder von vorne. Immer wieder. Immer wieder. Naja, dafür habe ich jetzt mein lila Schal. Das ist ja auch mal was Tolles. Wenn jemand Bock hat, und wenn jemand das Spiel hat, kann er mich gerne auf Steam adden. Dann kann er bei mir gerne ein Spiel joinen oder so. Denn man kann, glaube ich, nur mit Freunden zusammenspielen. Und ja, wenn ihr das Spiel habt, könnt ihr mich gerne adden. Fragt aber bitte nicht, wann ich spiele oder zu welcher Uhrzeit. Meistens eher nachmittags, da ich nachts arbeite. Aber wenn ihr mich mal zufällig seht, dann könnt ihr gerne in das Spiel joinen oder wie gesagt mich als Freund adden. Mein Name habt ihr ja im Startbildschirm gesehen. Polizei MTG. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, addet mich einfach. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Ja. So, dann nehmen wir das Buch mit. Lieber ein Buch als kein Buch. So. La la la. La la la. Noch gar keiner ist in diese Richtung gegangen. Doch, ich vorhin. Vorhin. Oh, das ist aber neu. Und die Dungeons sind glaube ich, alle zufallsgeneriert. Zumindest habe ich das, glaube ich, gelesen. Tja. Kein Item, schade.
Na komm schon, komm schon, komm schon. Na, jetzt bekomme ich auch noch einen Schluck auf. Nix, nix, nix. Moment, Moment. So. Hey du da, komm noch mal. Komm noch mal zu mir. Komm her, komm her. Oh. Oh, neues Schild. Sehr schön. Ich denke einfach mal, dass es besser ist. So ein Astoria-Wappen, das wäre jetzt was Feines, aber gibt es wahrscheinlich hier nicht. So. Oh, essen wir mal kurz. Wir haben's nötig. Geht's da hoch? Ne? Achso, ich hab gedacht, das wäre ein Türmler oder irgendwas. Ja, ja, schrei du nur. Nein. Das sind zwei. Okay, dann gehen wir da weiter. Die zwei lasse ich da einfach stehen, die wir mal. Ja. Braucht man nicht. Oh, es wird gespeichert. Das. Und ihr bitte. Hallo? Jetzt wäre ich hier auch noch erschreckt im Spiel, das ist aber gar nicht toll. Ich wollte schon sagen, werdet bloß nicht lebendig. Ja, links oder rechts? Moment, ist da oben ein Gegner? Nö. Können die da hochkommen? Das wäre halt mal interessant zu wissen. Mal kurz einen Screenshot gemacht. Nein, sie können anscheinend nicht da hoch. Das würde ich aber doch gerne mal testen. Ja, was machen die? Nein, sie können nicht da hoch. Aber ich kann ja auch... Ja... Das war, glaube ich, keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ah, ja. Ja, das war dann die erste Runde Necropolis. Dann morgen wahrscheinlich wieder ein Video. Ich werde jetzt ein paar Videos zum Spiel machen. Mal gucken, je nachdem, ob ich irgendwie weiterkomme oder ob ich immer und ewig hängen bleiben werde. Aber wie gesagt, ja. Dann danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim selber Spielen und adieu.